Ja, ich wünsche einen schönen guten Abend hier im Karl-Renner-Institut. Ich heiße Sie, ich heiße euch alle herzlich willkommen hier und heute bei einer doch spannenden Diskussion mit spannenden Inputs und wahrscheinlich auch eine der letzten Veranstaltungen, die man noch analog und digital durchführen werden. Umso mehr herzlich willkommen hier im Renner-Institut. Wir alle bewegen uns in schwierigen und strengen Zeiten, auch eigenartigen Zeiten, deren Folgen wir alle noch nicht abschätzen können. Umso mehr fügt es sich vielleicht, dass wir uns heute etwas mit Geschichte, mit Rückblick und Ausblick in die Zukunft beschäftigen, gesellschaftliche Entwicklungen nacherzählen wollen und vielleicht gesellschaftliche kommende Entwicklungen antizipieren wollen. Der Anlass des heutigen Zusammenkommens ist das Erscheinen eines wunderbaren Buchs, herausgegeben von Hannes Androsch, Heinz Fischer und Wolfgang Madertaner, Österreichische Sozialdemokratie seit 1889 und mit dem klingenden Titel Vorwärts. Ein Begriff, der sehr lange die Linke und auch die Sozialdemokratie begleitet hat, heute etwas in Vergessenheit geraten ist. Um dieses Buch gemeinsam vorstellen zu können und gemeinsam diskutieren zu können, darf ich zwei Gäste begrüßen. Ein Gast hat leider sehr kurzfristig absagen müssen und kann heute nicht teilnehmen, aber wir haben nichtsdestotrotz zwei wunderbare Gäste und Diskutantinnen und Diskutanten, mit denen wir gemeinsam den Abend heute bestreiten wollen. Zunächst begrüße ich ganz herzlich Eva Nowotny. Sie ist eine österreichische Diplomatin. Sie war Botschafterin in Frankreich, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten. Von 1983 bis 1992 war sie auch als außenpolitische Beraterin der Bundeskanzler Sinowatz und Franitzky tätig, also eng verwoben mit österreichischer Außenpolitik. Ja, und sie ist weiters auch sehr eine engagierte Person. Sie ist Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen. Sie ist Vorstandsmitglied des Bruno Kreisky Archivs sowie bei CARE Österreich. Forums und ich sage ich noch als Renner-Institut, sie ist auch Mitglied der Jury für den Bruno Kreisky-Preis des politischen Buches hier bei uns. Nochmal, liebe Eva, herzlich willkommen hier im Renner-Institut. Danke. Danke vielmals. Applaudieren ist auch in Corona-Zeiten nicht verboten. Herzlichen Dank. Ja, und natürlich, wenn ich jetzt noch begrüße, jemand, der ganz zentral mit dem Buch verbunden ist, natürlich unseren Wolfgang Madertaner, ein bekannter Historiker, der Historiker der Geschichte der Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung und der Sozialdemokratie. Seit 1983 leitete er den Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung, wurde dann 2012 auch Generaldirektor des Österreichischen Staatsarchivs und ja, ist heute hochaktiv noch immer im Publizieren, wunderbare Bücher publiziert. Und seine Themen sind vor allem, ich habe einen Auszug genommen, er hat so viele Themen umfangreich interessiert und beschäftigt, Massen- und Popularkultur, die Formation und Theorie der Moderne, Theorie der Stadt, Fordismus und Postfordismus, europäische Kultur- und Mentalitätsgeschichte, Urban Studies, Cultural Studies und historische Kulturwissenschaften. Und wie gesagt, über dem allen schwebt der Schwerpunkt Arbeiterinnenbewegung, Sozialdemokratie und natürlich auch Wiener Stadtgeschichte. Auch dir, lieber Wolfgang, herzlich willkommen hier im Renner-Institut. Ich bin schon sehr gespannt auf den heutigen Abend. Die österreichische Sozialdemokratie, die älteste Partei dieses Landes, eng verwoben mit der Geschichte dieses Landes, eng verwoben mit der Geschichte dieser Republik, eine Säule der historischen Entwicklung Österreichs mit vielen Höhen, auch mit Tiefen, mit Rückschlägen und großen Fortschritten. Und mit diesen Themen, diesem Weg der österreichischen Sozialdemokratie möchten wir uns heute beschäftigen. Zum Ablauf: Wolfgang Madertaner wird es als erster in das Buch einführen, eine Tour de force durch die Geschichte vornehmen und dann im Anschluss wird auch Eva Nowotny ihren Zugang zum Thema, ihre Beziehung zur Sozialdemokratie und ihre Erlebnisse schildern und dann gibt es noch die Möglichkeit auch am Podium zu diskutieren und mit dem Publikum. Noch einmal herzlich willkommen, ich wünsche uns einen schönen Abend und lieber Wolfgang, du bist am Wort. Sehr geehrte Frau Botschafter, lieber Michael, danke
Für die freundlichen Worte, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Es ist sehr schwer, so etwas wie ein Buch, das über 130 Jahre, eigentlich über 150 Jahre, eine der wesentlichen politischen, demokratischen Massenbewegungen dieses Landes nachzeichnet. Es ist sehr schwer, dieses Narrativ zu schreiben, weil wir sind auf in etwa 400 Seiten gekommen. Es hätte einen zweiten, es hätte einen dritten Band benötigt. Wir haben Defizite bei der Immigration, bei der Auslands- Sozialdemokratie in den Vereinigten Staaten, im United Kingdom, die unglaubliche und ungeheuerliche Geschichte der Schutzbundemigration in die Sowjetunion, in die Tschechoslowakei, die Schutzbündler im spanischen Bürgerkrieg, die unfassbare Geschichte des Widerstands in Zeiten einer reaktionären Konjunktur in den 30er Jahren, die in totalitäre Systeme und in einen unfassbaren Menschheitsterror ausgeartet ist. Wir haben uns gerade in letzter Zeit beschäftigt mit der wunderbaren Frage, der wirklich wunderbaren Frage, Wien als Bundesland, 100 Jahre, und Wien hat einen Status erlangt, der in der Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie, aber auch in der Geschichte der internationalen Sozialdemokratie vollkommen einzigartig und herausragend ist. Diese Reformpolitik des Roten Wien, die in vielerlei Hinsicht einen ersten, vielleicht auch in dieser Form nicht mehr erreichten Höhepunkt sozialdemokratischer Politik in diesem Land darstellt, dieses kommunale Reformexperiment basiert eigentlich auf einer Ironie. 1918, nach einer Menschheitskatastrophe der Sonderklasse nach dem Ersten Weltkrieg, wird Österreich Republik. Es ist ein Kleinstaat. Es ist ein Kleinstaat, der in der Tat von niemand willkommen geheißen wird, der in der Tat auch ins Leben kommt aufgrund eines Diktatfriedens, der in Saint-Germain erlassen wurde, den Karl Renner nicht verhandeln konnte, sondern zu unterzeichnen hatte. Es ist ein seltsames Konstrukt, dieses Deutsch-Österreich, das da entsteht, die ehemaligen deutschen Alpenländer mit einem viel zu großen Wien, der Hauptstadt einer europäischen Großmacht. Und in dieser Situation, die gekennzeichnet ist von einer Pandemie, der spanischen Grippe, die mehr Todesopfer fordern sollte, als der Erste Weltkrieg dies getan hat, einer Situation, in der von 190.000 Wiener Schulkindern 110.000 sehr unterernährt sind. Der Rest fällt schlicht und einfach in die Kategorie unterernährt. Nur bei 6.000 Schülerinnen und Schülern hat man einen halbwegs befriedigenden Ernährungszustand festgestellt. In dieser Situation, in der, wie gesagt, die spanische Grippe wütet, der legendäre Gründer der österreichischen Sozialdemokratie, Viktor Adler, zum Opfer fällt, mit ihm Hunderte und Hunderttausende anderer Männer und Frauen. Sehr prominente wie Otto Wagner und Egon Schiele und viele, 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 die geschwächt von den Katastrophen, den militärischen, den sozialen, den menschlichen, den humanitären Katastrophen der Zeit 1914 bis 1918 nunmehr daran gehen, eine völlig neue, eine völlig andere, eine demokratische, eine republikanische Welt aufzubauen. Und in
dieser mehr als dramatischen Situation? Ist es ein Karl Renner, der sich wie selbstverständlich an die Spitze der republikanischen Bewegung stellt und der als erster Staatskanzler diesen Übergang, diesen katastrophischen, diese europäische, diese Weltkatastrophe des Zerfalls der Habsburger Monarchie in eine zivilisierte, in eine nach Regeln des politischen Ausgleichs funktionierende Republik und Demokratie umwandelt, und er beauftragt einen jungen, bis dato völlig unbekannten Juristen namens Hans Kelsen mit der Ausarbeitung einer republikanischen Verfassung. Und Hans Kelsen unternimmt das, er unternimmt es in 5 oder 6 oder 7 Anläufen, immer wieder auch zurückgeworfen in seinen Intentionen, etwa in der Frage des Grundrechtskatalogs, der in die Verfassung eingehen sollte. Das ist nicht geschehen, weil sich die Parteien tatsächlich nicht auf einen gemeinsamen Grundrechtskatalog, jedenfalls nicht auf den Grundrechtskatalog Hans Kelsens, verständigen konnten. Man hat sich einer typisch österreichischen Eigenschaft besonnen, das, was sich schon einmal bewährt hat, auch wieder zu beleben. Das heißt, wir haben bis heute in unserer Verfassung den Grundrechtskatalog des liberalen Dezemberpatents von 1867. Aber in vielerlei anderer Hinsicht ist diese Verfassung revolutionär, sie ist progressiv, sie ist vorwärtsdeutend, und sie kennt vor allem eins, sie kennt das Prinzip, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Das ist das, was die Gründer der Sozialdemokratie angestrebt haben seit allem Anfang an, und es ist in dieser Form, in dieser kurzen Form, kompromisslos formuliert, und es wurde zum Vorbild für viele, viele, viele andere demokratische Verfassungen. Aber, das ist der Punkt dabei, diese Verfassung ist in der Tat nicht unbestritten. Wir haben die große Katastrophe des 15. Juli 1927, der Inbrandsetzung des Justizpalastes nach einem katastrophalen, unerklärlichen Nichtwahrspruch eines geschworenen Gerichtes, wo einfach Hunderttausende Wienerinnen und Wiener auf die Straße gegangen sind und das Symbol letztendlich der Klassenjustiz in Brand zu setzen. Nach dieser massiven innenpolitischen Katastrophe, die ausgelöst wurde durch einen Einsatz von Polizeischülern, die völlig überfordert, in Panik, in Angst und Furcht begonnen haben, wie von allen guten Geistern verlassen, ich muss diese Phrase verwenden, in die demonstrierenden Menschen hineinzuschießen. Man hat Vergleichbares noch nicht erlebt. Elias Canetti hat das in einem unfassbar hinreißend zu lesenden Stück Literatur festgehalten, hat sein ganzes Leben lang über die Logik von Massen dann gearbeitet. Nicht zuletzt hat er dann auch 1981 für Masse und Macht den Literaturnobelpreis gewonnen. In dieser völligen innenpolitischen Ausnahmesituation, die durch diesen Juli 1927 ausgelöst wird, noch vor Einsetzen der großen Weltwirtschaftskrise, gibt es eine Reaktion und eine Offensive der Rechten, insbesondere der sogenannten Heimwehr, eine faschistische Miliz, die im Gefolge des Ersten Weltkrieges aufgestellt wurde. Und Ignaz Seipel,
der Prälat ohne Gnade, wir nach diesem Auftritt auch genannt werden sollte. Ignaz Seipel verliert die Wahlen des Jahres 1927 und er koaliert mit der Heimwehr auf denkbar fragiler Basis gegen die Sozialdemokratie. Von den Heimwehren kommt massiver Druck zur Änderung der Kelsenverfassung. Man beruft sich auf ein sogenanntes Notwehrrecht des Volkes, aber heute faschistische Strategie. Man macht außerparlamentarischen Druck, man mobilisiert die Macht der Straße und die Sozialdemokratie weicht zurück, sie weicht sukzessive zurück. Aber, das ist das auch Großartige daran, und es ist für einen Historiker großartig, in der Rückschau diese Zusammenhänge erschließen zu können. Die Sozialdemokratie nominiert Robert Danneberg, einen Juristen, einen blendenden und glänzenden Rhetoriker, einen fantastischen Theoretiker, einen Pragmatiker, einen außergewöhnlichen Politiker, innerhalb der Partei als Sektionschef Otto Bauers scherzhaft bezeichnet. Und Robert Danneberg verhandelt die Verfassungsreform. Er verhandelt mit einem Kanzler Johann Schober, der Kanzler des Juli 27, auf dessen Konto der Einsatz der Polizeischüler am 15. Juli geht. Und Danneberg gelingt es, den wesentlichen Punkt abzuwenden, den wesentlichen Punkt der Verfassungsreform, der reaktionären, der autoritären Verfassungsreform des Jahres 1929 abzuwenden, nämlich die Autonomiestellung Wiens als Bundesland und als Bundeshauptstadt aufzuheben. Also Danneberg gelingt die Abwendung dieses Plans. Im Gegenzug gibt es eine massive Aufwertung der Rechte des Bundespräsidenten, der ob sofort direkt vom Volk gewählt wird und so etwas wie einen, nun ja, wenn er seine Rechte ausübt, in der Tat ein Mini-Diktator sein könnte. Aber, das ist der Punkt, Danneberg, der ab 1938 einen ungeheuren Leidensweg durch unterschiedliche KZs antreten wird und der, wir wissen es nicht einmal genau wann und wie, aber irgendwann im Laufe des Jahres 1942 am Transport nach Auschwitz verloren geht, um dieses Wort zu verwenden. Danneberg hat Ungeheures geleistet in diesem Zusammenhang und als es dann 1945-46 daran ging, aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs diese Republik wieder aufzubauen, war natürlich die Frage, auf welcher Grundlage. Karl Renner, der zum zweiten Mal zum Vater der Republik wurde, ist zunächst einmal von der Position ausgegangen, dass jede Verfassungsänderung nach 1920 von ihm nicht akzeptiert würde, weil er sie für illegal hält. Der österreichische Kompromiss waren dann Verhandlungen in die Richtung, dass wir in der Tat die 1929er Verfassung wieder bekommen haben, die formal auch bis 1995 in Geltung war und die nach dem EU-Beitritt leicht verändert noch immer gilt. Es ist uns in diesem Buch darum gegangen, solch lange Linien nachzuzeichnen. Ich darf eine Spur länger reden, weil der Kollege Butzlaff leider ausgefallen ist. Eine, glaube ich, sehr, sehr typische Anekdote, die mir gerade jetzt auch wieder einfällt und die mich beim Schreiben des Textes massiv beschäftigt hat, war: Leo Trotzki in
zaristischen Russland zweimal zum Tod verurteilt, entkommt in letzter Sekunde seinen Häschern und geht nach Wien ins Exil, wird hier 7 Jahre lang bleiben, wird Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei sein und 1911 am Parteitag in Innsbruck mit einer brillanten Rede zur Nationalitätenfrage hervortreten. Leo Trotzki hat in seinen Memoiren, der kurz vor seinem Tod fertiggestellt hat, sein Tod heißt, er wurde von den Häschern Stalins in Mexiko ermordet. Leo Trotzki schreibt in diesen seinen Memoiren und über die Wiener Zeit, dass er sehr gerne ins Café Zentral gegangen ist, wo eine Runde junger Marxisten sich getroffen hat und deren Debatten er mit geradezu hinreißender Ehrfurcht verfolgt hat, weil die unglaublich viel über alle möglichen Themen der Wissenschaft, des menschlichen Lebens, was auch immer, gewusst haben und viel, viel mehr wussten als er. Und dann kommt der eigenartige Satz, aber eines ist mir Leo Trotzki, sehr schnell bewusst geworden, diese Menschen waren keine Revolutionäre. Und Trotzki hat recht, unter diese Menschen hat er verstanden, die Teilnehmer dieser Runden, Hilferding, Otto Bauer, Max Adler, der große Kantianer, Karl Renner, Gustav Eckstein, das früh verstorbene polyglotte Genie des Austromarxismus 1917 mitten im Ersten Weltkrieg und den Folgen seines Kriegseinsatzes verstorben und ähnliche Menschen. Und das ist ein für mich auch ein zentraler Schlüsselbegriff. Junge Marxisten in Auseinandersetzung mit den wesentlichen Strömungen der Wissenschaft und des wissenschaftlichen Diskurses ihrer Zeit, undogmatisch, stets bereit, ihre Dogmen oder ihre Erkenntnisse oder ihre Glaubenssätze, wenn man so will, an die Ergebnisse, an die jeweils aktuellen Ergebnisse der jeweils aktuellen Wissenschaftsdisziplinen anzupassen. Renner hat in diesem Zusammenhang für mich sehr typisch davon gesprochen, dass er alles akzeptieren würde, nur nicht, dass die neue Gesellschaft, dass die Utopie einer Gesellschaft der Freien, der Gleichen, der Gleichberechtigten, der mit gleichen Chancen ausgestatteten, dass er diese neue Gesellschaft, die wir alle anstreben, jedenfalls nicht von oben und per Dekret erlassen werde. Er hat alle diese Versuche, wie sie ja so spektakulär nicht zuletzt in der Sowjetunion gescheitert sind, er hat alle diese Versuche frühzeitig schon als Dekretinismus bezeichnet. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Die österreichische Sozialdemokratie bei all dem, was sie jemals entwickelt hat an Zukunftsvorstellungen, an Zukunftsutopie, bei all dem, was sie jemals sehr dezidiert in der Politik des Roten Wien von 1923 bis 1933, 10 kurze Jahre, umgesetzt hat, bei all dem, was sie nach 1945 in teilweise massiver und radikaler Umkehr ihrer Prinzipien aus der Vorkriegszeit, bei all dem ist es immer um eines gegangen, die Eroberung einer gerechten Gesellschaft im Wege der breiten Überzeugung, das heißt im Wege der Wahlen. Und das ist eine Ebene, das ist ein Punkt, der ganz, ganz,
ich würde sagen, zu überwiegenden Teilen auf die Konzeptionen einer ganz bestimmten Führungsschicht aus der Frühzeit der Bewegung, verbunden natürlich mit dem Namen Viktor Adler, zurückgeht. Diese Eroberung der Staatsmacht auf dem Weg demokratischer, gleicher und gerechter Wahlen. 1907 ist das erste ist die erste Etappe erreicht. Das Männerwahlrecht 1918-19, das Wahlrecht ohne Unterschied des Geschlechts. Man hat versucht, selbst dieses im Prinzip schon sehr weitreichende Wahlrecht sukzessive zu demokratisieren. Die letzten bedeutenden Änderungen 1970 bis 1972 in der Frühzeit der Regierung Kreisky. Nicht zuletzt auch unter dem Aspekt einer Stärkung des damals sehr, sehr kleinen dritten Lagers als potenzieller Koalitionspartner gegen die ÖVP. 1945, und ich glaube, ich sollte schön langsam zu einem Schluss kommen, es bleibt noch die Ära Kreisky, die in vielerlei Hinsicht auf ganz anderen Wegen, als man sich das ursprünglich vorgestellt hat, sozialdemokratische Zielsetzungen, nicht zuletzt in Bezug auf Emanzipation der Frau, Emanzipation des Individuums im weitesten Sinn, Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit, Durchflutung aller Lebensbereiche mit Demokratie und wie immer die Schlagworte aus dieser Zeit heißen, die wir heute, wenn wir sie rückblickend betrachten, doch auch ein bisschen verklären. In der Form, dass die Wiederkunft der Sozialdemokratie 1945-46 nach 11 Jahren der Verfolgung, der Unterdrückung, der enormen und massiven Opfer, nach 11 Jahren des Nicht-Existent-Seins eine vollkommene Reorientierung und Neuausrichtung der Grundsätze sozialdemokratischer Politik gebracht hat. Im Wesentlichen hat man keine revolutionäre, unter Anführungszeichen, Änderung der Gesellschaft mehr angestrebt. Man hat im Wesentlichen so etwas wie, Bruno Kreisky hat es genannt, die Transformation des Klassenkampfs auf den grünen Tisch, also die Formen der Sozialpartnerschaft im wesentlichen gesellschaftlichen und politischen Bereichen angestrebt. Man hat den Anschluss an Deutschland, das heißt große politische und wirtschaftliche Räume, endgültig aufgegeben bis zum Beitritt in die EU mit der Idee eines größeren Europa. Und man hat sich prinzipiell auf den Weg der, jetzt ist es mal so, der kleinen Reform geäußert, der kleinen Reformen verständigt. Die Rechtsreform von Christian Broder ist in der Tat keine kleine Reform. Die Gleichstellung der Frau ist in der Tat, wenn zunächst auch und bis heute nur formal und dem Gesetz nach verwirklicht. All das sind im Wesentlichen qualitative Reformen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern als Student, wie man heißeste Debatten gehabt haben, ob der Weg der qualitativen Reform tatsächlich auch zu einer neuen Gesellschaft führen kann oder nicht. Debatten, die heute völlig utopisch uns vorkommen, weil wir mit ganz, ganz anderen Dingen und mit einer ganz, ganz anderen Situation konfrontiert sind. Ein
großes Projekt, ein großes Projekt der Aufklärung, ein großes Projekt auch der Emanzipation mit allen Widersprüchlichkeiten, mit allen Gegenläufigkeiten, mit allen Pragmatismen, mit all dem, was man im politischen Alltagskampf auch an Zielvorstellungen verlieren kann, und nichtsdestotrotz ein faszinierendes Projekt, ohne dem wir heute hierzulande heißt in diesem, unserem Europa, tatsächlich an ganz andere Stelle gelandet sein würden. Für mich persönlich, damit möchte ich natürlich auch abschließen, auch weil zwei sehr, sehr liebe Freunde von mir da sind, die aus demselben Ort kommen. Für uns war das schon etwas sehr, sehr Wichtiges. Wir wären von unserer sozialen Herkunft tatsächlich nicht imstande gewesen, jenen Weg zu gehen, jenen Bildungsweg zu gehen und jenen Ausbildungsweg zu gehen, den wir dann tatsächlich gegangen sind. Und das ist etwas, was mir als Historiker, der in seiner Ausbildung lernt, oder lernen sollte zu dem ihm vorliegenden Quellenmaterial. Das Quellenmaterial ist in dem Fall 130 Jahre Sozialdemokratie, so distanziert und so objektiv wie möglich zu sein, was so einen Zugang beinahe auch nicht verunmöglicht, aber sehr, sehr schwer macht, weil man eine eigene Biografie hat. Und diese eigene Biografie ist in diese 130 Jahre eingeschrieben. Und das ist etwas, was mich zumindest und meine Generation doch zutiefst geprägt hat in einem sehr, sehr nachhaltigen Sinne. Und damit darf ich mich fürs Erste bei Ihnen bedanken. Ja. Lieber Wolfgang, herzlichen Dank. Du hast doch sehr breit durch die Geschichte Österreichs, der Republik und mit der Verwobenheit mit der Sozialdemokratie erzählt. Ich möchte nur einen Punkt kurz aufgreifen, etwas, was uns ja vielleicht gar nicht so bewusst ist. Die Kooperation Karl Renners mit Hans Kelsen hat ja eine Spur gezogen, die ja bis heute massiv nachwirkt. Du hast hingewiesen auf den ersten Satz der österreichischen Bundesverfassung: Österreich ist eine demokratische Republik. Das war ein Satz, den Karl Renner hineinhaben wollte. Vor allem alle Gewalten werden vom Volk eingesetzt. Kelsen war an sich gegen solche Sätze, weil es in seinen Augen zu viel Ideologie gewesen wäre und gegen seinem Rechtspositivismus widersprochen hätten. Aber Renner hat darauf bestanden, weil er gesagt hat, mit diesem Gedanken der Gesellschaft der Gleichen und Freien, dass das einfache Volk in der Lage sein soll, die Verfassung zu lesen und gleich im ersten Satz erkennen soll, dass es mit dieser Verfassung gemeint ist. Kelsen hat dann dem Kompromiss nachgegeben und statt den Gewalten kam dann das Recht in den zweiten Teil des Satzes. Aber eine schöne Geschichte zu verstehen, der Bruch 1918 war doch ein großer, um eben dem Volk das Recht zugänglich zu machen und die Verfassung als die Verfassung des Volkes zu definieren. Wir werden nachher noch ein paar Detailfragen auch klären, die sicher interessant sind. Ja, lieber Eber, ich komme nun zu dir. Du verwoben mit der österreichischen Außenpolitik, du warst in den so wichtigen Ländern Diplomatin, hast dort Österreich vertreten. Du bist auch eng verwoben mit der österreichischen Sozialdemokratie. Das, glaube ich, kann man frank und frei sagen. Du hast führende Köpfe dieser Partei beraten in der Außenpolitik. Und da würde es uns sicher auch interessieren, deine Erfahrungen in diesem Feld der Politik, in diesem Umgang mit diesen Führungspersönlichkeiten und dein persönliches Erleben. Danke vielmals, lieber Michael. Schönen guten Abend an alle. Ich fühle mich natürlich noch viel zu jung, um hier als Zeitzeugin aufzutreten. Ja? Das muss ich schon dazu sagen. Aber trotzdem habe ich natürlich österreichische Sozialdemokratie erlebt und gelebt, eigentlich seit, ich meine, mein ganzes Leben hindurch, in verschiedensten Phasen. Meine Großmutter war eine ganz überzeugte Sozialdemokratin, noch so wirklich des alten Schlags.
Und da war also das Gespräch mit dem Kollegen, der kam, also um die zu kassieren und die Marken zu bringen. Da war ein Höhepunkt in ihrem Leben, dass sie mit ihm also politische Auseinandersetzungen führen konnte. Sie hat also mit Begeisterung gelesen, die Unzufriedene und dann die Frau und selbstverständlich die legendäre Arbeiterzeitung. Das war alles also ein Teil meiner Kindheit bis hin zum Arbeiterturnverein mit schwarzer Turnhose, weißem Leiberl, Antreten in der Riege, nach Größe geordnet vor jeder Turnstunde. So, das hat auch dazu gehört. Bis dann natürlich also das große Reformerlebnis der Ära Kreisky, ja, dass also nach den, das waren gerade also meine Studienjahre noch in den 60er Jahren, und es kann sich heute überhaupt niemand mehr vorstellen, in welcher dumpfen und trüben Atmosphäre sich die Universität Wien damals befand. Ja, das ist, also wenn man das mit heute vergleicht, fehlt einem das Vorstellungsvermögen. Aber dann, also der Aufbruch dieser 70er Jahre mit einem enormen Reformwerk, das uns alle begeistert hat und fasziniert hat. Und dann ist mir so jetzt im Zusammenhang auch mit meiner Berufslaufbahn eben das, wie soll ich sagen, das Glück zuteil geworden, dass ich für zwei österreichische Bundeskanzler in der unmittelbaren Umgebung jahrelang arbeiten konnte. Auch an Themen, die nicht unbedingt etwas mit Außenpolitik zu tun hatten. Es kamen dann viele andere Dinge auch noch dazu. Österreichische Minderheitenpolitik, Wiedergutmachung, Restitution, Frage, wie stellen wir uns zu der österreichischen Vergangenheit im Nationalsozialismus. Das sind alles Dinge, wo ich also mitarbeiten und mich engagieren konnte. Und das waren schon unglaublich prägende Erfahrungen. Und insofern hat mich das sehr gefreut, als ich eingeladen wurde, zu diesem monumentalen Buch einen kleinen Beitrag zu leisten, der dann ein sehr spezialisierter Beitrag geworden ist, denn ich habe also nur darüber geschrieben, wie also die Entwicklung war der österreichischen Sozialdemokratie hin zum Beitritt in die Europäische Union und die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Ich möchte auch darüber dann noch ein paar Anmerkungen machen, aber ich wollte kurz noch einen Schritt zurückgehen, nämlich anknüpfen an das, was Wolfgang gerade erzählt hat. Ich habe auch, weil ich eingeladen worden bin, da einen Vortrag zu halten, mich also in der letzten Zeit sehr intensiv beschäftigt, gerade mit dieser Periode der 20er Jahre und der Rechtsstellung von Wien und der Gründung, sozusagen Begründung der österreichischen Bundesverfassung. Und ich möchte in dem Zusammenhang zwei Dinge hinweisen, die ich sehr spannend finde. Also ein sehr dichtes Spannungsverhältnis. Das auf der einen Seite in einer Zeit, die geprägt war von katastrophalen Umständen. Ja? Hungersnot, Massenarmut, Arbeitslosigkeit, Kindersterblichkeit, Pandemie, du hast erwähnt, die spanische Grippe etc. Also es waren ja katastrophale Umstände diese Jahre 1920, 1921, wo die Menschen auch gelitten haben. Und trotzdem gab es hier eine Gruppe, und es waren also schon zu einem guten Teil sehr überzeugte Sozialdemokraten, nicht? Die mit einer solchen Ernsthaftigkeit und einer solchen nahezu aufopfernden Disziplin auch an dieses Reformwerk herangegangen sind. Die sagten, man muss diesen Staat auf eine neue Grundlage stellen. Und das hat dann dazu geführt, eben zu all diesen Maßnahmen, die du auch erwähnt hast, so Wien als Hauptstadt, Wien als Bundesland etc. und die letzten Endes die Verschriftlichung einer österreichischen Bundesverfassung. Dennoch, und das muss man auch wieder dazu sagen, hat sich in diesen Jahren auch etwas gezeigt, das bis heute nachwirkt. Ja? Und das ist dieser tiefe ideologische Graben zwischen den Christlichsozialen und der Sozialdemokratie, der dann eskaliert ist, also zum Teil nicht nur jetzt, also de facto im Bürgerkrieg, ja, das Jahr 1934, aber auch vorher in Schreiduellen, wo es darum gegangen ist, also die Rechtsstellung von Wien wieder zurückzuführen und die Christlich-Sozialen da in den großen Angriff geritten sind.
zwar so diese Spannung war schon da. Und das zweite Element, das ich erwähnen wollte, aus den Bundesländern dieser Vorbehalt, dieser innere Vorbehalt bis hin also zur Ablehnung gegenüber Wien. Ja? Und das ist ja etwas, das auch bis heute wirkt. Wir haben ja jetzt in der jüngsten Vergangenheit wieder gesehen, wie leicht es ist, sozusagen an diesen Vorbehalten und an diesen Vorstellungen zu schüren, nicht? Und das wieder zu motivieren. Und es hat da Situationen gegeben, wo man von der Seite also der Bundesländer durchaus bereit gewesen wäre, die Versorgungsströme mit Nahrungsmitteln nach Wien zu kappen und durchaus in Kauf genommen hätte, dass ein Großteil der Wiener Bevölkerung verhungert. Also es war durchaus möglich. Und jetzt mache ich einen Sprung, nämlich zum Jahr 1945, wo es dann kam zu diesem berühmten Schulterschluss der Lagerstraße. Nicht? Man hat also aus den Erfahrungen natürlich der Zwischenkriegszeit, die dann gemündet haben in der Katastrophe des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs, doch also etwas mitgenommen, dass diese innere Spaltung zumindest, wenn schon nicht bereinigt oder überwunden, aber zumindest gemanagt werden muss. Und das ist dann doch in diesen Jahren bis also zur sozialdemokratischen Alleinregierung in der Großen Koalition mehr oder weniger gelungen, dass man hier also den Staat auf eine solide Grundlage gestellt hat. Und gleichzeitig war damit verbunden natürlich eine andere Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis, dass aus der Situation der Zwischenkriegszeit und dem Fall in den Nationalsozialismus und in den Zweiten Weltkrieg, dass Österreich nie wieder isoliert, außenpolitisch isoliert sein darf, sondern immer eingebunden sein muss in ein Netz an internationaler Kooperation, auch europäischer Kooperation, aber sozusagen abgesichert durch eine enge Zusammenarbeit, wo man auch Solidarität einfordern kann und einem Solidarität zuteil wird. Daraus ergab sich quasi automatisch dann die Mitwirkung Österreichs an all den Institutionen, die man in Europa dann begonnen hat aufzubauen, um eben sozusagen ein europäisches Friedenswerk auch institutionell und so abzusichern. Es war die Gründung der OECD, es war die Gründung die Grundlagen sozusagen für die spätere europäische Gemeinschaft, Kohle, Stahl. Es war, der Europarat wurde gegründet, etwas später dann kam es zur Gründung der EFTA als Gegengewicht also zu der stärker werdenden EWG. Alles das waren europäische Organisationen, die natürlich einen sehr starken wirtschaftlichen Konnex gehabt haben, aber trotzdem Teil waren einer Sicherheitspolitik und eines Friedenswerks, das aus diesen Erfahrungen, die man in der Zwischenkriegszeit gemacht hat, resultierte und aus denen hervorgegangen ist. Die Frage war natürlich immer, und das war auch immer eine parteipolitische Auseinandersetzung, wie weit dieses österreichische Engagement in den europäischen Organisationen und Institutionen gehen kann und welcher Weg hier der beste wäre. Ja? Es gab hier also auch durchaus innerhalb der Sozialdemokratie legendäre Auseinandersetzungen, zum Beispiel die in der Arbeiterzeitung dann öffentlich ausgetragen wurden, zwischen Pollack und Deutsch zum Beispiel, nicht, die einen völlig anderen Zugang zu den europäischen Institutionen vertreten haben. Also da gab es durchaus auch innerhalb der Sozialdemokratie Spannungen und unumstritten war immer die Teilnahme Österreichs am Europarat. Das war also die Menschenrechtsdimension, da gab es überhaupt keine Diskussion. Große Diskussion gab es natürlich über die Zusammenarbeit, die Kooperation mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,
wie weit hier eine österreichische Mitwirkung an dem gehen kann. Österreich war dann sehr gut aufgehoben in der Europäischen Freihandelszone, in der EFTA, auch durchaus mit anderen sozialdemokratischen Staaten. Das hat da durchaus auch eine Rolle gespielt. Und hat aber doch immer Wert darauf gelegt, die Beziehung zu den europäischen Gemeinschaften weiter auszubauen. Es kam dann zu einem von der ÖVP getragenen Versuch, der dann gescheitert ist, Österreich schon in eine Mitgliedschaft in der Organisation hineinzuführen. Das ist also erfolglos geblieben und hat dann zu dem Weg geführt, der also bis in die 90er Jahre der bestimmende war, dass wir eine möglichst enge Zusammenarbeit suchen, aber trotzdem eine endgültige Mitgliedschaft ausgeschlossen wurde. Aus zwei Gründen. Der eine Grund war die sozusagen Verpflichtungen aus Staatsvertrag und die Sorge um den Status der Neutralität, wie weit der in einer doch sich intensivierenden europäischen Zusammenarbeit aufrechterhalten werden kann. Das zweite waren Vorbehalte mehr praktischer Art, wo man doch gerade in der Sozialdemokratie oft vermutet hat oder befürchtet hat, dass eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft ist eigentlich nur so ein wirtschaftliches Vorfeld der NATO. Man hat also arbeitsrechtliche Probleme gesehen, man hat sozialpolitische Probleme gesehen und Argumente ins Treffen geführt. Also es waren hier durchaus substanzielle Vorbehalte auch dafür. In den 90er Jahren kam es dann also zu dieser grundsätzlichen Haltungsänderung und auch dafür waren wieder eine Reihe von verschiedenen Gründen maßgeblich. Der eine Grund war, dass wir mit diesem Weg der immer stärkeren Zusammenarbeit gerade im wirtschaftspolitischen Teil mit der Teilnahme am Binnenmarkt und so weiter an eine Grenze gestoßen sind, wo man gespürt hat, das geht jetzt nicht mehr weiter. Wir haben also sozusagen das Maximum dessen erreicht, was man erreichen kann, aber sozusagen der letzte Schritt müsste also getan werden, eben in Richtung einer wirklichen Mitgliedschaft. Der zweite war, dass man doch zu einem Umdenken gekommen ist, sozusagen in dieser sehr grundsätzlichen Frage, wie lebt man in unserer Zeit sozusagen Souveränität. Ja? Souveränität, etwas, wo man sozusagen beiseite steht und für sich allein autonom entscheidet. Oder, und das war dann letzten Endes das Argument, das auch immer vom Bundeskanzler Warnitzki ins Treffen geführt wurde, lebt man Souveränität dadurch, dass man an den Dingen, in den Organisationen, in den Diskussionen mit Sitz und Stimme teilnimmt, die das Schicksal des eigenen Landes so intensiv betreffen. Also sozusagen eine geteilte Souveränität, die man eben lebt im Verbund mit anderen, in Fragen, die das eigene Land also so tief betreffen. Und das dritte Element war natürlich die sozusagen im größeren und globalen Rahmen, dass die grundlegende politische Veränderung, die sich also durch Gorbatschow in der Sowjetunion, die völlig andere Haltung der Sowjetunion zu den ehemaligen, zu den Verbündeten, aber auch zur europäischen Politik im Allgemeinen niedergeschlagen hat. Ein Aspekt, und das wäre der letzte Punkt, den ich da ins Treffen führen möchte, was man gelegentlich also hier heute schon übersieht, es war natürlich auch eine andere Epoche. Es war Europa weitgehend noch sozialdemokratisch regiert. Wir hatten also einen Felipe González in Spanien, wir hatten einen Ingvar Carlsson in Schweden, wir hatten Mitterrand noch in Frankreich, wir hatten einen Bill Gleis in Belgien, Rudolf Scharping in der Bundesrepublik, der also maßgeblich war in den 90er Jahren. Das heißt, also, es waren viele Persönlichkeiten,
mit denen man auch auf einer parteipolitischen Basis sehr gut befreundet war und eingebunden war in eine europäische Sozialdemokratie. Und insofern könnte man da fast sagen, diese Vorstellung oder diese Diskussion der Sozialdemokraten in der Zwischenkriegszeit, ja, die gerungen haben um diese Zugehörigkeit zu Europa und wie wird die definiert und wie weit kann sie gehen, sich also in dieser Form der Kooperation eigentlich dann ganz praktisch niedergeschlagen hat. Es war also sozusagen die Grundsatzentscheidung in der Regierung Warnitzki war dann Österreich also in die Europäische Union zu führen. Es war allerdings noch der Beginn eines sehr mühevollen Wegs. Wir hatten also einen Koalitionspartner, der zwar ebenfalls sehr europapolitisch engagiert war, Vizekanzler Mock, Außenminister, der sich ja auch als glühender Europäer verstanden hat. Aber trotzdem war, trotz dieser großen Übereinstimmung im Ziel, der Weg dorthin durchaus konfliktbeladen und schwierig. Und man hat also es gab viel Diskussion. Franitzky zum Beispiel hat darauf bestanden, dass man den Beitrittsprozess minutiös vorbereiten muss. Ja? Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, weil ein Prozess, der mit großer Transparenz auch geführt wurde, dass viel Information aus allen verschiedenen Sektoren, was bedeutet das für die Landwirtschaft, was bedeutet das für die Industrie, was bedeutet das für Gewerbe und den Handel, das wurde alles also detailliert aufgearbeitet und untersucht und kommuniziert, sehr zum Unwillen der ÖVP, die also gesagt hat, das ist alles nicht notwendig, wir brauchen nur sozusagen einen Beitrittsantrag stellen und dann gehen wir hinein, alles andere wird sich schon finden. Ja? Allzu viel Wissen macht nur Kopfweh. Und das musste also auch ausgestanden werden. Trotzdem ist es dann letzten Endes also zur Übergabe des Beitrittsantrags gekommen, ein mühevoller Verhandlungsprozess, der letzten Endes dann dazu geführt hat, dass wir 1995 als Mitglied in die Europäische Union eintreten konnten. Ich habe mich dann in dem Beitrag zum Buch auch ein bisschen mit der Frage beschäftigt, sozusagen, wie ist die Situation heute? Nicht? Und da muss man schon sagen, dass die Sozialdemokratie meiner Meinung nach noch in vielen Bereichen also sehr gefordert wäre, sich hier stärker zu engagieren. Es ist das europäische Integrationswerk, die Situation der Europäischen Union in einer Krise. Das kann man überhaupt nicht wegleugnen hier. Es gibt sozusagen der Aspekt dieses enormen Friedens- und Sicherheitswerks, das da geschaffen wurde, ist immer weiter in den Hintergrund getreten in der jüngsten Vergangenheit. Bedrohungsbilder sind also irgendwie verschwunden. Und man hat zugelassen, dass sich innerhalb der Union immer mehr zentrifugale Kräfte stark machen. Wir haben im Leben zum ersten Mal, dass ein Land aus der Union austritt, in einer sehr umstrittenen Entscheidung, aber immerhin. Wir erleben Angriffe auf die liberale Demokratie, wie wir sie kennen, die völlig offen in den Raum gestellt werden und diskutiert werden. Und wir erleben einen Nationalismus, der immer stärker wird. Nicht? Und auch letzten Endes jetzt noch verstärkt durch diese verschiedenen Krisensituationen, die wir gerade in der jüngsten Vergangenheit bis jetzt zur Covid-19-Pandemie erleben, wo die Nationalstaaten wieder alle ihren eigenen Weg gehen. Und da fehlt mir ein bisschen, also auch auf der europäischen Ebene, ein starkes Engagement auch unserer Bewegung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war erschüttert zum Beispiel, dass unsere Frau Ministerin Edtstadler in einem Interview über
die Frage, also wie sich Österreich positionieren wird in der Zukunftskonferenz zu Europa, die von Deutschland einberufen werden soll, positionieren wird. Und sie hat gesagt, ja, also unser Hauptanliegen ist die Stärkung des Nationalstaates. Ja? Und da frage ich mich schon, ja bitte, wieso? Ja? Wer hat das diskutiert? Wer hat das beschlossen? Warum? Das war nie die österreichische Haltung in der Europäischen Union. Und es gibt eben, glaube ich, viele Themen, in denen die Sozialdemokratie hier ganz stark gefordert wäre, auch heute noch eine stärkere und akzentuiertere Rolle einzunehmen. Es wird sich in der Folge der Pandemie und aller Konsequenzen, die sich daraus ergeben, die Arbeits- und die Wirtschaftswelt grundlegend ändern. Es werden sich Arbeitsverhältnisse ändern und es wird Europa in der Bewältigung dieser geänderten wirtschafts- und sozialpolitischen Voraussetzungen sehr gefordert sein. Und es wird ohne eine starke sozialdemokratische Stimme nicht abgehen, weil also hier dann Weichen in eine ganz andere Richtung gestellt werden können, die, glaube ich, keiner von uns wünschen will. Insofern würde ich hier also noch ein großes Betätigungsfeld sehen. Es gehört sich nicht, dass man sich selber zitiert, das ist also wirklich ein protokollarischer Lapsus, aber ich möchte doch einen Satz vorlesen, mein Schlusssatz war in diesem Beitrag in dem Buch, wo ich geschrieben habe, die Sozialdemokratische Partei Österreichs muss gemeinsam mit anderen fortschrittlichen Parteien in Europa eine starke Stimme für die Stärkung der Union und ihrer gemeinsamen Institutionen bleiben. Sie sind eine unverzichtbare Stimme für soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit und müssen verhindern, dass durch illiberale, nationalistische und populistische Strömungen das Friedens- und Wohlstandsprojekt der Europäischen Union gefährdet wird. Und dazu stehe ich. Ja. Ja, danke, Eva. Du hast jetzt sehr viel erzählt über auch das Spannungsfeld, ein altes Spannungsfeld in der Sozialdemokratie zwischen dem Nationsbegriff und dem Internationalismus. Das hat oft zu Diskussionen geführt und war ein Kern der Beschäftigung der theoretischen, im Austromarxismus auch schon in der Monarchie. Und ich möchte nur auf eines hinweisen, was mich sehr erinnert hat an eine Zeit. Du hast geschrieben, die Information vor dem Beitritt zur Europäischen Union war eine wichtige Säule und ich bin auch der Überzeugung, ein Teil des Erfolgsrezepts, dass die Abstimmung so ausgegangen ist, wie sie ausging. Und ich kann nur sagen, das hat mich erinnert, als Student war ich ein kleines Rädchen bei dieser Informationsgeschichte, denn in einem K&K-Keller bin ich gestanden von einem Ministerium und habe die Informationsmaterialien eingesackelt und verschickt an die Bürgerinnen und Bürger, die zu speziellen Themen ja anrufen konnten, Briefe schreiben konnten. Ich will Informationen haben. Jeder hat seinen Beitrag geleistet. Es war aber sehr amüsant, in diesem K&K-Keller zu stehen und für die Europäische Union zu werben. Herzlichen Dank. Wir möchten jetzt noch eine Runde hier am Podium machen und ich möchte den Fokus jetzt ein bisschen in die Gegenwart und die Zukunft richten. Und an dich gerichtet, lieber Wolfgang, die Sozialdemokratie ist natürlich ein Kind der Industrialisierung, also einer völligen Umwälzung aller gesellschaftlichen Verhältnisse, eine Umformatierung aller Lebensbereiche. Und in dieser Zeit hat die Sozialdemokratie eine Erzählung eigentlich entwickelt, die sehr lange gut gehalten hat, eine Erzählung, die sehr lange die Menschen erreicht hat und die tragfähig war, um Menschen mitzunehmen, Menschen zu begeistern. In den letzten 20 Jahren ist diese Erzählung oft etwas brüchiger geworden. Die Tragfähigkeit und vielleicht die Bindungsfähigkeit ist ebenso etwas brüchiger geworden. Und mich würde interessieren, in deinem Dafürhalten, in deinem Wahrnehmen, was wären denn für eine erstarkte, eine reaktivierte oder eine neue sozialdemokratische Erzählung, so Grundsäulen, die man aufrichten müsste, damit diese Erzählung erfolgreich fortführbar ist ins 21. Jahrhundert. Das ist
so einfach nicht zu beantworten, weil wir in einem Prozess stehen, der jedenfalls einmal in Wahlen eigentlich europaweit massive Einbrüche bringt. Die bedeutendsten Einbrüche sind bei der traditionsreichsten und gewaltigsten und wichtigsten sozialdemokratischen Partei, nämlich bei der SPD, derzeit festzustellen. Das ist tatsächlich ein Alarmzeichen. Wir haben ja zwei Beiträge, einen von Heinz Fischer, der dieses Problem ganz stark beleuchtet, und einen abschließenden Epilog von Hannes Androsch, der noch in der Tat um eine Spur oder um wesentliche Spuren kritischer ist. Wenn man es kurz zusammenfassen mag, die Sozialdemokratie ist ein perfekter Ausdruck der industriekapitalistischen Moderne. Das heißt, also ausgehenden 19. bis ins ausgehende 20. Jahrhundert, da sind auch die großen Erfolge, wohlgemerkt auch in der Zeit des Faschismus, die großen Katastrophen aufgetreten. Und vieles ist debattiert worden. Ich erinnere mich nur, dass das Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts, die Sozialdemokratie war so erfolgreich, dass sie de facto alle ihre ursächlichen Forderungen umsetzen konnte in der Konstituierung des sozialen Wohlfahrtsstaates etc., etc., in der Emanzipation etc. Was hat der Sozialdemokratie, nachdem sie ihre eigentliche Agenda erfüllt hat, was hat die noch sozusagen auf der historischen Bühne zu suchen? Es ist in der Tat so, dass die größten Erfolge in der Zeit des sogenannten Fordismus, also in der Zeit der Wiederaufbauphase nach 1945 bis zur Vervollkommnung eben des Wohlfahrtsstaates in den 1990er, frühen 2000er Jahren aufgetreten sind. Es ist auch in der Tat so, dass es vielleicht erstmals in der Menschheitsgeschichte, zumindest soweit wir sie nachvollziehen können, es eine kapitalistische Hegemonie weltweit gibt. Es gibt eine Hegemonie des Neoliberalen, die wirklich bis in unsere letzten Alltagsvollzüge reicht. Es gibt keine Systemalternative mehr. Und die Sozialdemokratie erscheint mehr und mehr als sozusagen der menschliche Arm des Neoliberalismus. Und das ist auf die Dauer kein gewinnbringendes Programm. Es ist in der Tat sehr, sehr schwer. Frau Botschafter hat es angesprochen. Es wird sich nach dieser großen Katastrophe, durch die wir jetzt laufen, die Arbeitswelt, die Welt der Beziehungen zwischen den Menschen, werden sich die Sozialbeziehungen, es werden sich unsere kulturellen Äußerungen und Entäußerungen massiv ändern. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Ja. Es ist beim Beitrag von Hannes Androsch dann zum Schluss doch irgendwo auch noch tröstlich zu lesen, trotz aller Digitalisierung, trotz aller gesellschaftlichen Atomisierung, trotz aller Entsolidarisierungsprozesse, die derzeit laufen, so etwas wie die klassischen sozialdemokratischen Werte, die Freiheit, die Gleichheit, die Gerechtigkeit, die Chancengleichheit, die Chancengerechtigkeit, diese Werte werden so nicht unaktuell werden. Und je mehr sich unsere derzeitige Gesellschaft in Richtung Ungleichheit entwickelt, man lese, weil es wirklich so aufbereitet ist, dass man es tatsächlich lesen kann, man lese Piketty und die Fragen der neuen, eigentlich unfassbaren Ungleichheit und Ungerechtigkeit, dann wird man wissen, dass es eine sozialdemokratische Agenda gibt. Ob wir die politisch organisatorisch auch in Wahlen umsetzen können, wer weiß. Ja. Danke. Das mit der Erzählung ist so eine Sache, aber es ist immer wichtig,
politische Bewegungen entstehen ja nicht von selbst, sondern sie müssen organisiert werden und brauchen auch Leitsterne, große Herausforderungen. Ich komme nun zu dir, Eva. Du hast es schon angesprochen, die Problematik in der Europäischen Union im Internationalismus und vor einiger Zeit, anders formuliert, die Ursprungsquellen der Sehnsucht nach der europäischen Vereinigung lagen ja stark in der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und des Faschismus und all die Folgen damit. Und ein französischer Politiker hat in einem Interview zu seinem 90er gesagt, ich komme noch aus einer Zeit, ich habe meinen ersten Deutschen durch das Fadenkreuz meiner Panzerfaust gesehen. Diese Ursprünge der Bewegung für ein vereinigtes Europa werden in Vergessenheit geraten und sie sind teilweise nicht mehr so kräftspindend und tragfähig. Meine Frage an dich, was wären für dich die zwei, drei großen Punkte, die eine Sozialdemokratie aufstellen müsste, damit internationale Politik, dass europäische Politik wieder besser verstanden wird und auch wieder gekräftigt wird, um die Herausforderungen des Rechtspopulismus und des stark werdenden Nationalsozialismus zu entstehen, denn Europa kann auch scheitern. Ja, Europa kann auch scheitern. Das ist eine Möglichkeit, die wir sozusagen im Hinterkopf haben müssen, wenn wir also über alle diese Entwicklungen diskutieren. Es ist nichts, was so in Stein gemeißelt ist, dass es nicht auch wieder einmal rückgängig gemacht werden kann oder zerfallen kann. Auf der anderen Seite, es hat vor einigen Jahren ein junger französischer Historiker eine Europakarte gezeichnet, in die er alle Grenzveränderungen, die sich seit dem ausgehenden Mittelalter in Europa ergeben haben, eingetragen hat. Und das ist eine Karte, da schaut Europa aus, also wie ein tausendfach zersplitterter Spiegel. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es ist ganz unglaublich. Und ich habe selbst auch in meiner Zeit zum Beispiel in Frankreich Leute kennengelernt im Elsass und im Grenzbereich, die noch für alle Fälle die deutschen Dokumente in einer Schreibtischlatte liegen gehabt haben. Ja? Also man kann nie wissen, was noch passiert. Also es sind diese Grenzregionen, es sind schon ein ganz eigenes Kapitel. Auf der anderen Seite glaube ich, man muss auch ein bisschen über den europäischen Rahmen hinausschauen. Und ich glaube, was also im Moment am allerwichtigsten gefordert ist, ist eine Rückkehr zum Multilateralismus. Dass wir sozusagen sowohl in Europa, aber auch über Europa hinaus wieder uns dazu bekennen und das verstehen, dass die Probleme, die da sind, nur in einem Zusammenspiel von allen gelöst werden können. Das gilt für die globale Ebene genauso gut wie für die europäische. Das halte ich für einen sehr wichtigen Punkt. Der zweite Punkt, und Wolfgang Madelmann hat das angeschnitten, man muss einen Weg finden, irgendwie mit der ständig wachsenden Ungleichheit zu Rande zu kommen. Weil das ist also ein Problem, es zersetzt die Gesellschaft, es ist wie ein Krebsgeschwür in den Gesellschaften und in Europa, aber auch weit über Europa hinaus. Und es ist inakzeptabel, dass es eine Handvoll von internationalen Menschen mehr Vermögen in ihren Koffern akkumuliert als der Rest der Menschheit zusammen. Also das ist eine unhaltbare Situation. Und wir müssen auch sehen, dass sich Ungleichheit gerade in unserer Zeit auch auf anderen Gebieten äußert. Also wir werden Spaltungen in den Gesellschaften erleben, zum Beispiel im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung. Wer also in der Lage ist, mit dieser sich ständig veränderten Welt zu Rande zu kommen und mit ihr umzugehen und wer auf der Strecke bleibt, weil sie also nicht fähig sind, damit umzugehen. Das sind also große Probleme, die sich hier stellen. Und die Antwort, die kommen muss, meiner Meinung nach, muss gemeinsam in Europa erarbeitet werden. Der letzte Punkt, den ich dann anschneiden möchte, wir haben alle jetzt also gerade im Verhältnis zwischen Europa und den USA beziehungsweise in den Auswirkungen der amerikanischen Politik auf der globalen Ebene
gesehen, also wie fragil dieses ganze Beziehungsnetzwerk ist. Und dass man daran arbeiten muss, auf der einen Seite Europa auch ein bisschen zu verselbstständigen und aus dieser nachvollziehenden Stellung gegenüber den USA herauszuführen, aber auf der anderen Seite doch auch wieder daran zu arbeiten, dass also dieses globale Netzwerk, das man seit dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hat und das sehr brüchig geworden ist, wieder verstärkt und auf eine solidere Grundlage stellt. Wir erleben gerade, ich habe gerade heute gelesen, dass also von der Seite der USA massiv jetzt gegen die Bestellung einer neuen Direktorin für die World Trade Organization vorgegangen wird. Eine Katastrophe, nicht? Das ist wieder eine Organisation, die also hier zunehmend in Frage gestellt wird. Also da ist ein weites Feld der Betätigung und da muss die Sozialdemokratie daran arbeiten. Ja, einige Punkte, sehr klare Punkte, die auf die Agenda der sozialdemokratischen internationalen Politik kommen sollten. Und jetzt komme ich noch einmal zurück in einen Blick in die Geschichte. Eine kurze Runde noch vorher mit dem Publikum diskutieren. Aber eine Frage an dich, Wolfgang, hätte ich auch noch. Du hast es so schön beschrieben, Trotzkis doch einerseits Bewunderung der austromarxistischen Denker, andererseits jedoch der Satz, sie sind keine Revolutionäre. Und ich wollte einfach die Frage stellen, wie viel österreichisch-ungarische Monarchie steckt denn in der österreichischen Sozialdemokratie drinnen, in dieser Entwicklung, gerade den Bogen vom internationalen und den Nationalitätenkonflikten zurückspannen? Kreisky war eine sehr interessante Figur diesbezüglich, weil seine Jugend ist im roten Wien. Seine Herkunft ist das jüdische Großbürgertum, der Monarchie, der Kernländer der Monarchie. Die wesentliche politische Formierung neben dem roten Wien ist unzweifelhaft das Exil in Schweden und die Erfahrung der sozialdemokratisch dominierten bürgerlichen Demokratie und dieser Weitblick, der ihn nach 1945 oder nach der Rückkehr eigentlich aus Schweden zu einem führenden europäischen Außenpolitiker werden ließ, ist der letzte Nachhall des Kakanischen, wenn man so will, oder das, was das Kakanische auch an Guten produzieren konnte. Hat ja auch Katastrophisches produziert. Aber, und da darf ich vielleicht an deine Worte anschließen, ein wesentlicher Punkt ist schon der Nationalismus. Ich meine, das Österreichische ist ja per se nicht national. Das Österreichische ist die Negation des Nationalen. Ja? Und die österreichische Sozialdemokratie war von allen am Beginn an als internationale Partei konzipiert. Das heißt, dass eine Partei, die eine tschechische Sektion, eine italienische Sektion, eine ruthenische Sektion, heute Ukraine, die eine jüdische Sektion aus Galizien in sich vereint hat das war natürlich hochkomplex und sehr schwierig. Aber im Prinzip so etwas wie eine kleine internationale in sich dargestellt hat. Ja. Das hat sie natürlich in vielerlei und teilweise in verfremdeter Form bis in die Debatten in der Emigration gezogen, wo man sehr, sehr lange sehr unterschiedlich debattiert hat, soll man in der Emigration kämpfen und Propaganda machen für die Wiederherstellung eines Österreich in den Grenzen von 1918, 19 bis 21, oder soll man anstreben, also auch im Bewusstsein der Großmächte, ja, eine gesamtdeutsche Revolution gegen Hitler.
Ja? Also wir wissen, wie die Überlegungen, wie die Realgeschichte ausgegangen ist. Ja? Aber im Prinzip waren das ganz, ganz ernsthafte und ganz wesentliche Debatten. Renner selbst war eigentlich Zeit seines Lebens gegen die Kleinstaaterei und gegen kleine Wirtschaftsräume. Ja? Also für ihn ist immer sozusagen ein größeres europäisches Projekt, ja, in dem Sinn im Vordergrund gestanden. Die wesentlichen programmatischen Äußerungen zur Nationalitätenpolitik, so wie sie Renner und natürlich auch Bauer niedergelegt haben, sehen eine Autonomie gleichberechtigter Bundesstaaten auf dem Territorium der K&K-Monarchie vor, also sozusagen eine Schweiz im Großen oder eine USA in Europa. Ja, also diesbezüglich sind immer wieder, also gibt es eine ganz, ganz große internationale Tradition und heutzutage kann das nur ein klares Bekenntnis zur Europäischen Union sein. Danke. Karl Renner hat ja auch einmal noch in so Kaiserszeiten ja die Monarchie als das eigentümlichste Staatsgebilde Europas bezeichnet und hat aber bis zu seinem Tod immer in diesen Kategorien des Internationalen, des Über- und des Supranationalen gedacht. Ja, Eva, jetzt noch eine Frage an dich. Wenn wir schon noch bei diesem Internationalismus sind, bei diesen starken Gefühlen, die oft mit sozialdemokratischem Denken und dieser Verbundenheit mit dieser Partei einfach zusammenhängen, möchte ich dich fragen, auf deiner internationalen Erfahrung, du bist durch die Welt gekommen, was war für dich einer der stärksten Momente, wo du dieses internationale Herz in der Politik spüren konntest oder erlebt hast, einen Moment, wo Internationalität besonders stark, positiv und prägend aufgetreten ist? John Cage hat einmal gesagt, das ist eine so gute Frage, man soll ihren Wert nicht durch eine Antwort vermindern. Es lässt sich auch nicht so einfach beantworten, weil deren Momente gab es also doch sehr viele, nicht? Ein Bild, das mir sicherlich also nie verloren gehen wird, ist das Bild von Mitterrand und Kohl auf den Schlachtfeldern von Verdun. Das war für mich also wirklich, das war ein prägender Element. Ja. Das ist genauso ein Moment wie John F. Kennedy, der dann sagt, ich bin ein Berliner, oder Willy Brandt, der einen Kniefall macht im Warschauer Ghetto. Das sind also Momente, die unvergessen bleiben, nicht? Auf der anderen Seite gibt es also viele Erfahrungen, die halt dann weniger schön. Ich habe zum Beispiel, wir waren in London, sind kurz ein paar Monate vor der Wahl von Tony Blair zum Premierminister in London angekommen. Und ich habe immer gefunden, dass zum Beispiel dieser Weg, der damals eingeschlagen wurde, also dieser sogenannte dritte Weg, dem sich ja dann leider auch Viktor Klima angeschlossen hat, dass also mit Schröder, Blair, dass es ein falscher Weg war, der also viel dazu beigetragen hat, dass die Sozialdemokratie in Europa und weit über Österreich hinaus, also in Deutschland, aber auch in Frankreich und so weiter, so in Schwierigkeiten geraten ist. Dieser Flirt mit dem Neoliberalismus, ja, das hat der Sozialdemokratie sicher nicht gut getan. Und das war auch ein Aspekt sozusagen einer internationalen Zusammenarbeit, der weniger positiv war, nicht? Und so gibt es also sehr viele solche Erlebnisse und Erfahrungen in dem Zusammenhang. Ja, danke, aber ich muss gestehen, ich stelle politischen Menschen und Politikerinnen und Politikern gern die Frage nach positiven Erlebnissen bei ihrer Arbeit, weil Politik ja nicht immer nur ein erfreulicher Beruf ist. Und um eine wichtige Frage, das Positive auch im Politischen zu stärken. Darf ich nur was Positives zum dritten Weg? Ich erinnere mich, es hat dann am 1. Mai beim Mai-Aufmarsch eine Gruppe vom VSSTÖ gegeben, die sind marschiert mit einem Banner gegen den dritten Weg und da standen drauf, das Klima wird Schröder, es ist zum Blären.
Gut, Transparente waren in unserer Bewegung immer sehr kreativ und sinnhaft. In dem Sinne sage ich jetzt zunächst einmal dem Podium herzlichen Dank und verabschiede mich zunächst von allen Zuseherinnen und Zusehern vom Livestream und schaue nun in die Runde, ins Publikum und bitte euch, Anmerkungen, Fragen, eigenes Erleben kundzutun, um mit uns zu diskutieren.